Mehr Nistmöglichkeiten für Fledermäuse gibt es jetzt in Dülmen. Schüler der Kardinal von Galen Hauptschule haben in einem Workshop Fledermaus-Nistkästen zusammengebaut. Die Idee hatte Klassenlehrerin Bettina Bödefeld. Ja, ich bin auch im NABU und wie gesagt, beruflich beschäftige ich mich auch mit Landschaftsökologie und habe beim NABU gelernt durch einen Kollegen, wie man eben die Kästen baut und mache das eben jetzt auch in der Schule. Die Aktion der Schule wurde aktuell durch den Naturschutzbund NABU prämiert. Eine Plakette als Nachweis für die Schule als fledermausfreundliches Haus und eine Urkunde wurden im Rahmen einer Feierstunde übergeben. Ja, wir haben jetzt hier die Kardinal-von-Galen-Schule in Dülmen als erstes fledermausfreundliches Haus im Kreis Coesfeld ausgezeichnet, weil es gibt hier eine Schul-AG, die beschäftigen sich mit Fledermäusen, haben also vieles zur Biologie und Ökologie der Fledermäuse hier erfahren mit der AG-Leiterin. Und es wurden Fledermauskästen gebaut und die wurden auch hier an der Schule angebracht und in Gärten und Parks. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch eine schöne Aktion, die Schule hier als fledermausfreundliches Haus auszuzeichnen. Ein Nistkasten an einem Baum vor der Schule soll demnächst auch hier Fledermäuse anlocken. Reinhard Löwert aus Lüdinghausen kennt sich mit Fledermäusen gut aus. Wir haben seit 55 Millionen Jahren diese Tiere auf der Erde. Die Menschen gibt es knapp seit 3 Millionen, aber die Menschen machen den Tieren das größte Problem, weil sie die Lebensräume verändern, Gift in Gärten sprühen, auf den Feldern trocken legen, von Wiesen tümpeln. Wälder werden abgeholzt, Totholz. Alles das, was die Fledermäuse zum Leben brauchen, verändern wir oder vernichten wir. Und die Aktion kam bei den Schülern sehr gut an. Viele finden seitdem den Naturschutz interessant. Mir hat das Projekt eigentlich sehr gut gefallen, weil es auch interessant war, was über die Tiere zu erfahren und über den Lebensraum. Ja, die Auszeichnung ist für uns sehr überraschend gekommen, aber wir finden es halt toll. Wann die Fledermäuse die neue Behausung annehmen werden, das können auch die Fachleute derzeit noch nicht sagen. Ein erster Schritt dafür ist aber getan.